Die Post habe ihren Gewinn um die Hälfte gesteigert, so die Gewerkschaft. Sie schätzt, dass in Mecklenburg-Vorpommern 440.000 Briefe und 50.000 Pakete wegen des Ausstandes bis Montag liegen bleiben. Bei Passanten werben die Streikenden in Wismar für Verständnis. Ja, wir haben ja festgestellt, dass unsere Zustellerinnen und Zusteller während der Corona-Zeit nicht nur da, aber auch da besonders einen Bombenjob gemacht haben und die Post davon profitiert. Und wir wollen jetzt den Kunden sagen, dass es nicht ausreicht, einfach nur Applaus für den Zusteller zu geben, der für sie da war, sondern jetzt geht es darum, dass er auch das tatsächlich finanziell haben muss. Und deshalb sagen wir, dass es jetzt Zeit, dass doch der Bürger weiß, es reicht nicht nur aus zu applaudieren, sondern auch den Zusteller zu unterstützen, zu sagen, ja, wir zeigen uns solidarisch. Die Post AG verweist auf eine Corona-bedingt schwierige wirtschaftliche Situation. Scheitern die Tarifverhandlungen kommende Woche, droht Verdi mit einem unbefristeten Streik. Davon könnte dann auch die Weihnachtspost betroffen sein.